Willkommen auf der Insel Stirk. Repräsentanten aller drei Allianzen sammeln sich am Treffpunkt. Er befindet sich gleich dort vorn, durch die Ruinen. Mir wurde gesagt, sie kämen jeden Moment durch Portale am Treffpunkt an. Nach all dem Blutvergießen in Cyrodiil fürchte ich, dass sie einander nur schwerlich trauen werden. Vielleicht könnt ihr ihnen dabei helfen, zu erkennen, wie weise eine Zusammenarbeit wäre. Ich beneide euch nicht um diese Aufgabe. Wir haben bereits eine ganz ordentliche Gruppe von Experten für die Invasion Kalthafens versammelt. Auf dem Weg zum Treffen werde ich euch einige von ihnen vorstellen. Geht voran! Zwei Könige und eine Königin, die keinen Fingerhut Geduld füreinander aufbringen können. Es wird schwer, einen Kompromiss zu finden, das versichere ich euch. Großkönig Emmerik vom Dolchsturzbündnis. Königin Eiren vom Altmeri-Dominion. Jorun, der Skaldenkönig vom Ebenherzpakt. Wir müssen unsere Differenzen ausräumen, sonst ist dieser Angriff schon jetzt zum Scheitern verurteilt. Woher wissen wir, dass das kein Trick ist? Ein kluger Plan, um unsere Streitkräfte abzulenken, während eure Armeen die Kaiserstadt einnehmen. Ich dachte, Dolche im Rücken wären eure Spezialität, Emmerik. Bitte, seid ihr denn beide so arrogant? Eure Waffen sind Spielzeuge im Vergleich zu den Schrecken, über die Molag Bal gebietet. Ich werde nicht die Zukunft meiner Untertanen aufs Spiel setzen, wenn ich als Sicherheit nur das Wort eines Eisbarbaren und einer Halbstarken habe. Ich fürchte um Tamriels Zukunft, falls je einer von euch beiden auf dem Rubinthron sitzen sollte. Seit wann schert euch denn euer Volk? Ihr hebt doch nie einen Finger, außer um euer Gold zu zählen. Bitte, Hoheiten, dieses Gezänk führt doch zu nichts. Was für eine Zeitverschwendung. Halsstarrige Narren, alle beide. Was für ein Durcheinander. Verzeiht, Vanus, aber ich werde nach meiner Löwengarde schauen. Widerspenstige Narren. Ihr Stolz wird uns alle töten. Wir dienten als erste Verteidigungslinie gegen Molag Bals Invasoren und vernichteten seine dunklen Anker in ganz Tamriel. Sie haben es geschafft, ihre eigenen Reihen zu lichten und halb Cyrodiil einzuebnen. Was meint ihr? Bereit und fähig. Doch wie die Magiergilde zwingt auch uns der Nicht-Einmischungspakt zur Untätigkeit. Die Allianzen dulden unsere Anwesenheit in ihren Reichen nur, wenn wir neutral bleiben. Solange nicht alle drei Allianzanführer ihre Zustimmung geben, sind uns die Hände gebunden. Unglücklicherweise verläuft dies so gut, wie ich es erwartet habe. Selbst wenn wir sie dazu bringen können, ihre Streitigkeiten beizulegen, werden sie trotzdem niemals zustimmen, Truppen nach Kalthafen zu entsenden. Dann bliebe Cyrodiil nämlich ungeschützt. Eine interessante Idee. Aber sie müssten erst einmal aufhören, sich zu streiten, um überhaupt darüber nachdenken zu können. Warum besucht ihr nicht jeden der Anführer in seinem jeweiligen Lager und seht, ob sie einzeln vernünftig mit sich reden lassen? Spart euren Atem. Von einem Schoßhund der Altmeer lasse ich mich nicht umstimmen. Und was ist mit dem Krieg in Cyrodiil? Wenn ich Truppen für diese Invasion bereitstelle, wird der Pakt auf dem Schlachtfeld massiv in der Unterzahl sein. Ha! Zaubermeister und Söldner? Gegen die dädrischen Horden? Ohne den Ebenherzpakt haben sie nicht die geringste Chance. Vielleicht. Ich muss darüber nachdenken. Jetzt geht. Von all diesem Gerede bekomme ich Kopfschmerzen. Mit vereinten Kräften hätten wir womöglich eine Chance, aber unser Misstrauen reicht zu tief. Ich fürchte, wir werden uns nie einig werden. Gibt es die? Was schwebt euch vor? Vielleicht. Aber wir wissen nicht genug über Kalthafen, um wirklich vorherzusehen, was sie dort erwarten wird. Ein hervorragendes Argument.
Na schön, wenn ihr die anderen Anführer davon überzeugen könnt, dann unterstütze ich euch. Diese Königin von euch hat Mumm, das gestehe ich ihr gerne zu. Aber sie hat kein Recht, ihren Willen ganz Tamriel aufzuzwingen. Das ist schon mal mehr, als ich von denen kriege. Was schlagt ihr vor? Ich stelle weder ihre Entschlossenheit noch ihren Mut in Frage. Aber sie sind nur wenige. Und die Anhänger Molag Baals sind übermächtig. Bei Arkais Bart, ihr seid aber wagemutig. Aber ihr könntet recht haben. Falls ihr es schafft, den Barbaren und die kindliche Königin davon zu überzeugen, sich darauf einzulassen, dann werde ich ernsthaft darüber nachdenken. Glück gehabt? Oder stecken Sie weiter in einer Sackgasse? Ich hoffe, Sie kommen bald zur Vernunft, sonst verlieren wir das Überraschungsmoment. Und das aus gutem Grunde. Aber je früher sie zu einer Übereinkunft gelangen, kommt euch die Luft auch merkwürdig vor? Eigenartig. Es fühlt sich plötzlich so an, als würde ein Sturm aufziehen. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Er ist gekommen? Ich kann nicht. Kaldien, was geschieht hier? Geht! Schafft euch fort! Lauft! Das sind die großen Anführer Tamriels? Erbärmlich. Aber wie bequem für mich, dass sie sich alle an einem Ort versammelt haben, damit ich sie wie Ungeziefer zerquetsche. Bleib zurück, Gräfin! Das Ungeziefer wehrt sich! Wie amüsant und doch so traurig. Ganz Nirn wird mir gehören. Kaldien! Beschützt die Anführer. Besiegt Molag Baals Schergen und schließt die instabilen Rennen. Thank you.
Ich dachte, wir wären hier sicher. Verborgen vor dem Feind. Der Gott der Intrigen wird Tag für Tag mächtiger. Abgemacht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen den Kampf zu ihm tragen. Ja, am Aileidenbrunnen in der Mitte der Insel. Nach dieser schrecklichen Machtdemonstration glaube ich nicht, dass sie eine andere Wahl haben. Verehrte Anführer, ihr habt das Antlitz unseres Feindes gesehen. Molag Bal bedroht sämtliches Leben in Tamriel. Die Magiergilde und die Kriegergilde haben eingewilligt, einen gemeinsamen Angriff auf Kalthafen zu unternehmen. Vertraut auf uns. Bewilligt unser Vorhaben. Gewährt uns euren Segen. Wir werden euch nicht enttäuschen. Vanus hat recht. Die Gilden sind unsere beste und einzige Wahl. Schickt sie nach Kalthafen. Ich gebe es nur ungern zu, aber ich bin Emmerichs Meinung. Mir geht es ebenso. Es scheint, als ob ein Großteil des Misstrauens zwischen unseren Allianzen vom Gott der Intrigen gesät wurde. Molag Bal labt sich an Täuschungen und Chaos. Aber mit Verlaub, dieser Allianzenkrieg ist euer eigenes Werk. Gräfin Hakruba, versammelt die Überlebenden beider Gilden im Innenbereich von Stirk. Der Champion und ich begeben uns nun dorthin, um das Portal zu öffnen. Wir folgen euch auf dem Fuße, Vanus. Die Zeit ist gekommen, Champion. Auf geht's! Möge Stendar über uns alle wachen. Wir sind so bereit, wie wir es nur sein können. Leider ja. Es ist nicht die gewaltige Armee, auf die wir gehofft hatten. Aber da Molag Bal nun weiß, dass wir kommen, könnte eine kleinere Gruppe unsere einzige Hoffnung sein, unbemerkt in Kalthafen einzudringen. Es ist schwierig vorherzusagen, wo ihr ankommen werdet, wenn ihr Kalthafen erreicht. Seid auf der Hut, mein Freund. Ihr habt also überlebt, nicht wahr? Sehr gut. Sehr gut. Was für ein übles Pech. Sie sind in Kalthafen angekommen, aber an ganz unterschiedlichen Orten. Verdammt unberechenbar, solche Portale ins Reich des Vergessens. Von Molag Bals Verteidigung ganz abgesehen. Fiese Viecher treiben sich hier herum. Zieht los über die Brücke und weiter ins Inland. So ist recht. Willkommen zurück in Kalthafen, alter Freund. Freut mich, euch wiederzusehen. Ich hatte schon Angst, ihr hättet es nicht geschafft. Welche Brücke? Gibt es da eine Brücke? Brücken sind knifflige Dinge. Unter ihnen leben gerne allerlei grässliche Kreaturen. Bei dieser da ist das anders. Sie führt in die leere Stadt. Ein schrecklich öder Ort. Und ein wirklich hässlicher Anblick, wenn ihr mich fragt. Aber ich schätze, dass ihr dort wohl anfangen wollt, eurer Obliegenheit nachzugehen. Obliegenheit? Was für ein wahrhaft famoses Wort. Obliegenheit. Obliegenheit, Obliegenheit. Ich liebe es einfach, wie leicht es einem von der Zunge geht. Willkommen zurück in Kalthafen, alter Freund. Freut mich, euch wiederzusehen. Ich hatte schon Angst, ihr hättet es nicht geschafft. Willkommen in den wunderschönen Gärten von Kalthafen. Schaut euch ruhig um. Heute ist ein wunderbarer Tag dafür. Saugt das Ambiente in euch auf, den Prunk und all die Wunder. Ich habe irgendwie das absonderlichste Gefühl, dass wir dieses Gespräch schon einmal geführt haben. Oder hatte ich das schon erwähnt? Wie dem auch sei. Ich bin Sir Catwell, der unerschrockene Ritter vom Hofe Kalthafens. Champion der Ritterlichkeit, Beschützer der Schutzlosen, Hirte der Seelenberaubten. Wahnsinn? Der kommt aus dem Norden, oder? Ich glaube nicht, dass ich schon das Vergnügen hatte. Spreche ich denn nicht die Gemeinsprache von Nirn? Einsprach ich sie fließend, aber die Zeit läuft immer weiter, nicht wahr? Tut mir leid, ich habe die Frage vergessen, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass ich sie schon beantwortet habe. Ihr solltet wirklich besser aufpassen. Habe ich? Daran erinnere ich mich gar nicht. Gleich vor uns liegt eine Brücke. Sie führt zur Stadt. Derzeit ein eher trostloser und leerer Ort, aber mit ein bisschen Farbe und der einen oder anderen Topfpflanze. Und ehrlich gesagt habt ihr im Moment keine große Wahl. Jetzt aber los mit euch!